Also, lieben, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Buhensing-Freunde. Es sind minus 11 Grad, aber unserer Lotte scheint das nicht wirklich viel auszumachen. Die musste natürlich heute Morgen schon hingehen und hier alle Wasserstellen mit heißem Wasser wieder aufbekommen. Aber das hat wohl nicht lange gehalten, denn es ist schon wieder gefroren. Hier kann man sehen, es ist schon wieder zugefroren. Ich stoße da jetzt mal dran. Ja. Obwohl ich das mit heißem Wasser heute Morgen übergossen habe. Keine Chance. Alles zugefroren. Jetzt kann man sehen, jetzt hat er gerade ein Loch gemacht. Also da geht's noch, aber nichtsdestotrotz würde ich da gleich noch mal rangehen und das ganze Wasser aufmachen. Gestern musste ich hier bei Minusgraden den Ballen da rein, den frischen Heuballen. Das war nicht lustig und dabei habe ich ein bisschen die Heuraufe mit angehoben, deshalb steht sie jetzt ein bisschen schief. Gucken wir aber nochmal, was denn unsere Meerschweinchen hier machen. Ihr hört das. Auch die musste ich heute Morgen. Da musste ich heute Morgen sämtliche Nippeltränken freimachen. Ihr könnt das hier sehen, da sitzen sie. Den habe ich nochmal extra Heu reingetan, damit sie sich da einkuscheln können. Ja, alles gut. Kalle passt wie immer auf. Er zählt durch. Findet das Wetter aber auch im Moment nicht so toll. Dafür findet Bente gut. Kann mit ihm Kong spielen. Kann er wieder hochspringen. Ne? Ja. Ja. So. Ja, fein. Feines Mädchen. Fein. So, fein. Ja. Und jetzt mache ich einen ganz schnellen Schwenk. Hier in Ostfriesland sind nämlich die Gänse unterwegs, die man hier schön sehen kann. Und suchen das letzte Grün. So, wir gehen jetzt erstmal runter. Gucken, wie es den Ziegen geht. Aber ich kann euch schon jetzt sagen, es geht ihnen ausgezeichnet. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen, weil hier kommt ein eisiger Ostwind mir entgegen. Nicht so lustig. Oh, meine Güte. Frieren einem die Hände ab. Also das wird noch kein langes Video, weil sonst sind da vorher meine Hände erfroren. Auch bei den Hühnern war ich heute Morgen schon in aller Herrgottsfrühe und habe das Wasser aufgelöst und Futter rein, damit die nicht hier vom Fleisch abfallen, aber die legen immer noch Eier. Nur allerdings muss ich sehr schnell sein, die Eier einzusammeln, weil die sonst so frieren, dass sie platzen. Kann man das auch mal sehen. Sehen. Also ich habe hier extra eine Plane drüber, damit es hier nicht reinregnet im Winter und auch wegen H5N1, weil in der Nähe, nicht weit von hier in Groningen, 50 Kilometer von hier, sind wieder Fälle von H5N1 aufgetreten und das möchte man ja vermeiden, dass diese schönen Tiere hier alle gekeult werden. So. Jetzt geht es weiter, effektiv zu kalt. Die Einzige, die draußen ist, ist Doris. Die steht da in der Ecke. Hier haben wir Farina. Die zitterte heute Morgen richtig. Die zittert immer noch. Ich weiß nicht, ob ich das einfangen kann hier für euch. Ja, ha, Süße. Alles gut, ne? Alles gut. Der Einzige, der warm hat, glaube ich, ist Emil.
Der macht das alles nichts. Aber meine Farina hier, die friert echt. Und aus dem Grunde habe ich auch die Wärmelampe angemacht. Auch Sonja sieht nicht so begeistert aus. Jetzt hier mal rein. Also sie liegen hier. Ich will da auch nicht weiter jetzt näher rangehen. Dicht gedrängt. Hier kann man sehen. Immer zwei an zwei. Da hinten liegen die Lämmer. Alles die Lampe angemacht. Aber auch die friert. Ich habe hier alles zu. Alles, was ich irgendwie zumachen kann, hier ist zu. Nur die Türe hier vorne ist auf. Aber da ist vorne nochmal so ein eigentlich relativ großer Windfang, dass hier nicht so viel kalte Luft reinblasen kann, weil genau aus der Richtung, da ist Osten, kommt hier der Wind hoch. Nicht so lustig. So, hier ist noch alles vorhanden. Heu, Kraftfutter hat es vorhin gegeben. Deshalb liegen die auch alle und sind hier beim Wiederkauen. Wunderbar. Und Farina steht hier eigentlich immer an meiner Seite, es sei denn, Emil kommt. Der möchte nämlich auch mit mir immer kuscheln. Hier ist er. Feiner Junge, ne? Ja, feiner Junge. Ne? Selbst seine Hörner, die sonst hier unten warm sind, die sind jetzt eisekalt. Und hier kann man sein, kann man so sehen, das ist so sein Unterfell hier. Da kommt sein Unterfell, wechselt langsam hier. Kann man sehen, wo ist es? Da. Das geht jetzt langsam los. Scheint schon zu jucken. Ja, mehr gibt es hier von hier eigentlich nicht zu berichten, außer dass die Ziegen im Moment hier jeden Tag eine Nordmann-Tanne verspeisen. Hier liegen noch so ein paar Reste. Da gibt es nachher eine neue. Meistens gehe ich dann hin und drehe den um. Das mache ich jetzt mal. Ich versuche das mal hier so mit einer Hand, damit sie auf der anderen Seite auch dran kommen. Ja, und schon geht das große Fressen los. Und was sie lieben, ist die Rinde. Hier kann man sehen, die sind komplett abgeschält. Hier fangen sie gerade an. Und selbst die Knirpse mögen das Tannengrün. Das scheint irgendwie süchtig zu machen. Ja, und Emil nutzt das eben auch zum Schubbern. Jo. Und auch hier kann man sehen, die dicken Eisschollen überall. Ja, und auch hier hatte ich heute Morgen alles. Ja, es geht noch. Das Wasser hatte ich hier heißes Wasser zugekippt. Und die sind schon wieder zu, da muss ich also gleich nochmal ran. Das ist es erstmal von hier, weil es macht echt keinen Spaß, hier heute zu filmen. Mir frieren die Finger ab. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Kalle passt hier auf die Ziegen auf, wie das so ein Border Collie machen soll. Aber eigentlich soll er das nicht alleine, aber er ist ja vor dem Zaun. Von daher kein Problem. So, mit dem Bild von Farina und von Seamus verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuschauen. Ein Like wäre toll. Bis nächste Woche, ich hoffe, bei etwas besseren Temperaturen. Der einzige Vorteil ist, strahlend blauer Himmel. Ich hoffe bei euch auch. Tschüss, bis dann. Ich kann die Kamera so nicht mehr halten.